Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Ein ganz besonderes Video, denn für mich geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich bekomme mein eigenes Racing Rig und wir haben es die Tage im Stream mal ausgepackt, also ein kleines Unboxing gemacht. Und da habe ich euch jetzt so ein bisschen was zusammengeschnitten. Also es ging, glaube ich, anderthalb, 2 Stunden. Und ich habe es jetzt mal ein bisschen runtergekürzt. Aber ich hoffe, euch gefällt's. Viel Spaß beim Schauen. Okay. Ich hol das erste Paket. Oh, es ist quasi Weihnachten. Ich lieb's. Wir haben das erste Paket. Was könnte da wohl drin sein? Wir packen aus. Ich bin übrigens richtig schlecht im Unboxing, weil ich das meist immer nie so aufkriege. Aber vielleicht klappt's ja heute besser. Ich weiß echt noch nicht, wo ich mit den ganzen Kartons gleich hin soll. Voila! Look at this! Es sind die Invicta von Azutec. Also das sind die ganz krassen mit Hydraulik. Ihr könnt einfach mal Ausrufezeichen Pedale machen. Dann könnt ihr da bei Casing selber reinschauen, weil das ganze Rig ist gesponsert von Case King, was extrem Ehre ist. Also, ich werde vom Regen nicht geblendet. Sorry. Da könnt ihr auch gerne ein bisschen Liebe einfach für Case King da lassen. Und es ist so geil, oh, ich bin so hyped. Es ist wirklich einfach besser als Weihnachten so. Es ist insane. Ich brauche. Ach, oh Gott. Ich freue mich so. Schön, dass ihr deinen Traum mit uns teilt. Das ist wichtiger. Ohne euch könnt. Also würde das gar nicht funktionieren. Also ohne euch könnte ich gar nicht diesen Traum jetzt leben. Also das ist jetzt irgendwie kein schnulziges Gelaber, das ist halt Fact. So. Also Ehre gebührt euch auch, Chat, dass ihr da seid, dass ihr hier zuschaut, dass wir zusammen alles an Quatsch machen. Also, da könnt ihr euch auch mal selbst beneisen. Also so sieht's aus. Wie gesagt, das sind die Pedale, hydraulische von Azutec. Ich muss es auch wieder umdrehen, anders kriege ich das gar nicht da raus. Ups, ich habe auf die Schere gerade runtergeschmissen. Oh, warte, man sollte das nicht so aufmachen. Ah! Verkacke gleich direkt. Okay, ich muss es wieder. Oder die Kisten sind zu groß oder so. Ich weiß gar nicht, wie das gleich werden soll. Mit den großen Kisten. Das hier sind ja noch die kleinen. Die ist echt schwer, die Wheelbase. Aber sie ist verdammt sexy, muss ich sagen. Alter. Look at this. Oh, die ist richtig schwer. Also ich kann. Also, holy shit. Aber die sieht einfach richtig gut aus. Bin, wie gesagt, vorher. Also, mein letztes Lenkrad war ja Thrustmaster T300. Und das ist jetzt mein erster Direct Drive. Das ist halt auch nochmal so was komplett anderes. Bin so gespannt, wie sich das dann später anfühlen wird. Hole mir jetzt Inspiration für mein Rig. Das kannst du gerne machen. Also wie gesagt, ich hab die Sachen auch vorher auf der Sim Racing Expo getestet, weil da habe ich ja so ein bisschen selber Inspiration gesucht. Und habe dementsprechend mir dann also gesagt, dass ich die Sachen ganz geil finde. Und Ehren Case King hat gesagt, jo, können wir so machen. Und ich so, what? Okay, krass. Let's go! Ich habe das Ding vergessen, da wieder drauf zu packen. Warum vergesse ich jedes Mal irgendwas irgendwo reinzutun? Ich bin einfach ein richtiger Dulli. Das musste aber rein, weil ich mag das nicht, wenn Sachen nicht so sind, wie sie waren. Es muss wieder so sein, wie es vorher war. Deswegen muss das wieder da rein. Ja, das kann ich sogar mit einer Hand tragen hier.
Und das nicht, weil es leicht ist, sondern weil ich krass bin. Was? Nein. Es ist leicht. Okay, wir haben erstmal ganz viele Aufkleber. Damit wir wissen, wo DRS und sowas alles ist, können wir alles uns dann aufkleben. Ich krieg das gar nicht heraus. Send help. Ich will ja nicht das ganze Ding hier rausnehmen. Ich habe legit keine Kraft, um das hier rauszukriegen. Jetzt habe ich's. So. Oh mein Gott. Hallo Mika. Oh mein Gott. Look at this. Ein schönes Bild, oder? Warte. Und es fühlt sich auch so geil an. Ich finde das immer super wichtig, dass die Haptik auch nice ist, wenn du Knöpfchen drückst und sich das irgendwie geil anfühlt. Und das ist halt auf jeden Fall. Du kannst hier... Das fühlt sich halt so nice an. Mit Magnetshifter. Oh. Das wird so gut, Chat. Das wird so gut. Auch hier, das ist halt geil. Also, ich hatte bei vielen Lenkrädern hatte ich das Problem, also als ich die auf der Sim Racing Expo angetestet habe, dass meine Hände, wenn ich jetzt zum Beispiel das so halten möchte, komme ich halt an nichts, irgendwie an andere Knöpfe dran oder so. Und hier kann ich hier easy sogar mit dem Daumen selber das hier noch bewegen. Und hier habe ich hier oben zum Beispiel auch noch Knöpfchen drin, die man sich einstellen kann. Weil sonst, also bei anderen Lenkrädern war das zum Teil so, ich musste die Hand so komplett irgendwie wegnehmen, um irgendwas zu drücken, weil meine Hände halt so klein sind. Und bei dem hier passt es halt eigentlich perfekt. Und ein Display für den Chat. Ja, genau. Hier sind dann nachher nur eure Nachrichten und doofen Witze. Okay. It's here. Ist auch gar nicht groß oder so. Aber das wird jetzt echt ein bisschen schwierig hier. Ich muss das Ding einfach auf den Kopf stellen, um das da rauszukriegen. Ich muss mal kurz meinen Baum hier wegstellen. Ich glaube, der leidet sonst gleich. Ich glaube, das, was ich vorhabe, funktioniert. Der ist mega, der Sitz. Bin gespannt. Mir wurde der empfohlen und ich dachte, jo. Nehmen wir. Wie gesagt, das hier ist auch alles Hashtag Werbung und so, um das nochmal zu nennen, weil ich die Sachen zugeschickt bekommen habe von Case King. Deswegen auch die ganzen Case King Links und so. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber wie gesagt, das sind auch die Sachen, die ich mir sowieso so ausgesucht hätte. Die Moser-Sachen und die Invicta. Und wie gesagt, das wurde mir jetzt noch empfohlen. Da habe ich noch wenig Erfahrung mit, aber wenn Vince auch sagt, ist geil, ich vertraue Vince. Vince fängt schon ein bisschen länger als ich. Von daher. Oh Gott, das ist eine Katastrophe, was ich hier gerade mache. Aua! Sieht man das? Gar nicht mehr raus. Aua.
Einzelteile. Ich glaube, das ist auch gar nicht interessant zu sehen eigentlich. Ich glaube, es ist interessanter zu sehen, wenn das aufgebaut wird. Weil das jetzt halt Alu-Stuff ist, der zusammengeschraubt werden muss. Aber immerhin habe ich es geschafft, euch kurz das Paket zu zeigen. Okay, das nächste, was jetzt noch fehlt, ist der Triple Monitor Stand. Aufzeichnen Monitor Stand. Richtig für Triple Screen. Damit alles noch krasser wird. Das ist aber auch zu schwer. Ich habe es gerade probiert. Das müsst ihr euch, glaube ich, auch da angucken. Und ich zeige es euch dann auf Instagram und im YouTube-Video, was kommen wird. Wenn das dann alles zusammengebaut ist. Dann gibt es wirklich nochmal so eine... Sieht da quasi A-Porn. Und das wird dann quasi Simric-Porn werden, wenn das fertig ist. Aber ich habe noch eine Sache. Ein Paket fehlt noch. Das ist aber im anderen Raum. Muss wirklich auch irgendwie raus. Das hole ich eben, okay? Ich versuche mal hier mich irgendwie durchzuwöhnen zwischen den ganzen Paketen und so. Dann hole ich das noch. Was braucht man denn noch, wenn man Rennen fahren möchte? Was auch echte Rennfahrer haben. Skill. Ja, den gibt's bei mir nicht. Eventuell gibt's einfach noch auch mit Asetek Schuhe dazu. Tada! Die sind ultra bequem und passen auch sehr gut. Und sehen sehr geil aus. Ich finde die sehr geil. Also auch so vom Aussehen her. Sie sehen die voll schön aus. Das war irgendwie anstrengend hier gerade. Aber ich freue mich so extrem und wirklich nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an Case King, dass ihr das möglich macht. Das ist wirklich ein Traum, der einfach für mich in Erfüllung geht. Und ich kann, also meine Wangen tut einfach schon weh vom Grinsen, weil ich so hyped bin. Das wird so gut. Genau, schaut einfach mal da bei dem Link, klickt da mal drauf, schaut da mal rein. Und das wird richtig gut, Chat. Wie gesagt, auf Instagram nehme ich euch ein bisschen mit beim Aufbau. Und ihr habt auch noch ein vielleicht kleines YouTube-Video zu. Da muss ich mal gucken. Ansonsten gibt es auf jeden Fall vom Rig, wenn das komplett fertig ist, ein großes Video, wo alles gezeigt wird, was da irgendwie drin ist und so. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin immer noch extrem hyped. Es ist der Traum von einem eigenen Rig in Erfüllung gehen wird, weil das ist einfach insane. Ich bin wirklich, also ich absolut happy darüber. Vielen Dank auch nochmal an Case King an der Stelle. Und falls ihr euch dafür interessiert, was Produkte jetzt genau bei mir verbaut werden, schaut einfach mal unten in die Beschreibung rein. Da werde ich alle Produkte verlinken und dann könnt ihr euch das selber nochmal genau anschauen. Ja, wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und schreibt auch gerne mal rein in die Kommentare, so was ihr zu Hause habt, was für ein Lenkrad, was für Pedale oder falls ihr sowas nicht habt, was ihr euch an Equipment denn wünscht. Das würde mich auch mal interessieren. Also vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao!